Herzlich willkommen zu diesem Video, das jetzt wieder für einige wahrscheinlich überraschend kommt. Denn ich zeige mich normalerweise nicht so oft, doch heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Und zwar möchte ich für euch einmal ein Horrorspiel ausprobieren. Ich habe in meiner Vergangenheit schon so manches Horrorspiel gespielt. Ich weiß nicht. Hey, jetzt! Ah! Schluss, 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 aus, vorbei. Doch dieses Horrorspiel jetzt ist besonders, denn es scheidet gerade so weltweit die Geister und sorgt gerade im arabischen Raum, aber auch in der Türkei, für einen richtigen Aufschrei. Und zwar so einen starken Aufschrei, dass das Spiel sogar gesperrt wurde und es verboten ist, das Spiel zu spielen. Während manche Leute bloß sagen, dass es sich bei dem Spiel um ein simples Horrorspiel handelt, was überhaupt nicht schlimm ist, sagen andere Leute wiederum, dass es ein verfluchtes Spiel ist, dass es Menschen in den Selbstmord treibt und viele vergleichen es sogar mit der Blue Whale Challenge und sagen sogar, dass es schlimmer ist als diese. Sehr viele Abonnenten haben mich auch darauf angesprochen, ob ich mal darüber reden könnte und das Klügste, was man in so einer Situation machen kann, ist das Spiel selber zu spielen, gerade wenn es für Selbstmord sorgt. Doch was man hierbei beachten muss, ist, warum wurde es gesperrt? Warum gab es diesen Aufschrei? Die Sache ist, im arabischen Raum wurde es derzeit verboten und auch in der Türkei soll es nun gesperrt werden, weil es heißt, dass dieses Spiel Daten von Handys ziehen sollte, dass es persönliche Daten speichert, dass es absichtlich Menschen verunsichern möchte. Denn das Spiel sammelt über manche Fragen Daten über dich. Diese Daten sammelt es, um sie später dir wiederzugeben, dass du dich erschreckst, warum das Spiel diese Dinge über dich weiß. Für manche Leute war dieser Schockfaktor aber zu stark und sie sagten, dass dieses Spiel wirklich grausam ist. Dann kamen noch einige Gerüchte dazu, dass es auch Selbstmorde mit dem Spiel in Verbindung gab und das Ganze wurde noch hochgehypt und wurde dann halt gesperrt. Man muss dazu aber sagen, dass zwar in Saudi-Arabien das Spiel und auch die Blue Whale Challenge gesperrt sind, allerdings haben sie auch Roblox gesperrt und das Spiel ist ohne Altersbeschränkung und ist in einer grottigeren Grafik als jedes andere Spiel, was ich kenne. Nichts gegen die Roblox-Spieler. Also das ist so ein bisschen, ob es eine gute Entscheidung ist oder nicht, das muss man so hingestellt lassen. Doch ich möchte es einmal ausprobieren für euch, habe es mir deswegen auf mein Handy geholt. Ich habe es noch keinmal angespielt, deswegen weiß ich nicht genau, wie es wird, aber wir werden es zusammen herausfinden und gucken, ob an diesem ganzen verfluchten Mysterium etwas dran ist. Ich könnte an dieses Video jetzt auf zwei Wege gehen. Entweder ich mache so ein mega clickbaity 3 Uhr nachts Video, wo ich schockiert auf mein Handy blicke, wie manche andere YouTuber. Oder ich mache es in der anderen Variante und ich spiele es einfach und sage euch wirklich, was los ist. Mein Name ist Mariam. Das Spiel hängt davon ab, die Rätsel zu lösen. Nur für wer über 9 Jahre alt ist. Bei diesem Spiel muss man sich halt sehr daran gewöhnen, dass es sehr gebrochenes Englisch und Deutsch ist. Weil es wurde für den arabischen Raum gemacht. Es sind ganz klare 1:1 Übersetzungen. Und dadurch wirken manche Sätze wirklich extrem seltsam und auch nicht wirklich stimmig. Wie heißen Sie? Aha, Namen eingeben, schön. Willkommen, Christoph. Ich bin an diesem Ort verloren. Das habe ich schon gehört. Es geht bei dem Spiel um ein Mädchen, das halt verloren ist und wir müssen versuchen, ihr zu helfen, dass sie wieder zurückkommt, dass sie wieder zu ihrer Familie kommt und befreit wird. Würdest du mir gerne helfen? Ja. Sie sind eine wunderbare Person. Danke. Schau auf mein Haus. Und NBSP, es war hier. Ich weiß nicht, was das heißt, aber okay. Aber wenn die Nacht kommt, sehe ich nichts. Was denken Sie? Jetzt stellt er mir halt mich vor irgendwelche Möglichkeiten, die ich wählen kann. Rechts oder links, solche Sachen werden, glaube ich, noch häufiger kommen, weil ich in diesem Spiel klar entscheiden soll, was passiert. Ich nehme rechts. Lass uns gehen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was? Siehst du mich als ein nettes oder furchtsames Mädchen? Du bist hübsch oder furchtsam? Süß. Acht. Hinter ihr steht der Tod. Du bist furchtsam. Kommen Sie und sehen Sie, wie schön ich bin. Ich mag es nicht. Alles spielt Musik. Ich habe dich ausgetrickst. Lass uns die Straße vervollständigen. Warte mal ein paar Sekunden. Dann komme ich zurück. Ich bin nicht der blaue Wal, sie behaupten. Scheinbar spricht sie jetzt auch wirklich an, diese Blue Whale Challenge Verknüpfung, dass sie etwas damit zu tun haben sollte. Nein, du bist der Lügner, ich weiß das, ich bin nett.
Warum sehe ich Angst in deinen Augen? Ich weiß nicht. Ich bin nur ein süßes Mädchen mit allen. Welches Mädchen sagt von sich selbst, ich bin nur ein süßes Mädchen? Warum kam das Zimmer nicht ins Zimmer? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Du bist in diesem Raum eingesperrt. Warum? Ich gehe nicht aus, bis ich dir bald zurückkomme. Also wie gesagt, man muss sich daran gewöhnen, dass das sehr gebrochenes Deutsch ist. Das ist halt manchmal ein bisschen nervig, aber... Der Schlüssel ist bei dir. Schüttelst das Handy. Dann der schwarze Schlüssel. Willst du es schnell verbergen, bevor sie sich zurückzieht? Ich habe keinen Plan, worum es gerade in diesem Spiel geht. Ich bin irgendwie gefangen, aber ich suche einen Schlüssel. Jetzt soll ich mich irgendwo verbergen. Sie kommt zurück. Mariam, ich bin so... Greift das Spiel auf mein Mikrofon zu, das wäre schlecht. Kann ich hier reden? Das ist jetzt ein Essen. Ich weiß nicht, ob ich reden kann, ich flüstere jetzt. Ich weiß, du bist zu Hause. Was willst du hören? Laute Stimme, Lied. Komm, wir pumpen das Lied. Klicke auf den Link, den ich dir gegeben habe. Jetzt geht's weiter. Das Lied war ein Anime-Lied. Pain oder so. Kann ich nicht zeigen wegen rechtlichen Verstößen, aber... Bist du hungrig? Ja, hungrig? Nein, nur trinken. Ja, hungrig. Ich bekomme etwas aus der Küche, okay? Was möchten Sie tun? Geh aus dem Haus, geh in die Küche. Ich folge ihr mal, weil ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, vor ihr davon zu laufen. Wohin willst du gehen? Westen oder Osten? Lass uns den Westen. Oh, jetzt haben wir wenigstens mal hübsche Bilder. Wir nehmen den Wald wieder auf. Es ist dunkel wegen der dichten Bäume. Lass uns ein wenig reden. Warte ab. Du solltest ein mobiles Datum in die... Er springt halt auch zwischen Fragen hin und her. Jetzt glaubst du, es gibt wirklich Geister? Ich denke nicht, dass es wirklich Geister gibt. Ich glaube wirklich an ihre Existenz, okay? Also das Spiel ist wirklich sehr slow-paced, sehr langsam. Es passiert wirklich nicht so viel auf einmal. Ich fühle immer mit ihnen. Da ist ein Gespenst um uns herum. Der Geist liebt die Schwachen. Das Spiel versucht scheinbar sehr philosophisch zu sein. Ich versuche das jetzt hier so gut es geht zu analysieren, allerdings blicke ich da gerade nicht ganz durch. Bisher sehe ich auch überhaupt keinen Horroraspekt in diesem ganzen Spiel. Mariam redet die ganze Zeit darüber, dass sie gruselig sein will, dass sie gruselig sein soll und ob ich sie gruselig finde. Das Einzige, was sie hier aber an Horrorelementen einbauen, ist eigentlich die Schreie, die man im Hintergrund hört und die halt etwas verstörenden Bilder, die es so gibt. Aber sonst ist halt eigentlich nichts wirklich zu sehen, was mit einem Horrorspiel zu tun hat oder was einen Bann in manchen Ländern rechtfertigen würde. Du hast ein großes Loch gefallen. Du bist in ein großes Loch gefallen. Wie gesagt, diese Sounds mit den Bildern sind halt eigentlich gruseliges. Möchtest du irgendeine Hilfe? Bitte hilf mir. Ich sehe ein dickes Seil und eine alte Leiter. Dickes Seil. Kommen Sie gut und versuchen Sie es zu klettern. Halten Sie das Seil. Ich habe dich wieder ausgetrickst. Was ist das für ein Arschloch-Mädchen? Das Seil entkam und fiel. Trügerisch. Ich stehe unten im Loch gefallen. Sie hat mich zum dritten Mal verarscht. Ich stehe da. Trügerisch. Wussten Sie, dass die globale Erwärmung die Erde zerstört? Das ist ein achtjähriges Mädchen. Ich gehe mit einem achtjährigen Mädchen rum und das hält erstens nicht die Schnauze. Wenn ich will ihr helfen. Ich war in einem Gefängnis oder so, will ihr helfen. Sie hält nicht die Schnauze auf dem Weg und fragt mich nach Geistern, fragt mich danach, ob ich Science Fiction mag. Dann alle 3 Minuten, wenn mir irgendwas passiert, hilft sie mir nicht, sondern verarscht mich, weil sie das nice findet und sagt dann, nimm die Leiter, du Vollspasti. Ende des aktuellen Teils.
Warten Sie mal. Warte ab. Du solltest dein Handy in die Zukunft. Teil 4! Das reißt einen zum Glück überhaupt nicht raus. Du solltest dein Handy in die Zukunft. Teil 4, Jungs. Geht weiter. Hörst du den Klang, der weit kommt? Meint sie den Hund? Ja, ich höre den Hund. Das Geräusch von heftigen Hunden. Das Geräusch von heftigen Hunden. Junge. Ich habe die Pistole meines Vaters mitgebracht. Und ich sage, ich habe als Möglichkeiten okay und vielen Dank. Es ist ein wildes Tier hinter uns. Okay. Du hast ihn getötet. Was? Der Dschungel ist schrecklich. Dschungel? Wir hatten vorhin die Möglichkeit zwischen Autobahn und Wald und jetzt Dschungel. Hinter mir ein wildes Tier. Töte ihn. Schon wieder. Was mache ich hier? Ich bin stolz auf dich. Willst du dir von meinem Vater erzählen? Ja, erzähl mal. Mein Vater mag sehr gern rauchen. Okay, netter Mann. Und er hat viele Probleme. Wer nicht? Rauchen Sie? Nee. Du solltest dein Handy in die Zukunft, die zweite Staffel. Mariam und ich im Palast. Ich weiß halt nicht, ob mir diese Nachrichten wirklich anzeigen, dass ich jetzt im nächsten Kapitel bin, vom Spiel. Oder ob ich einfach irgendwo bin. Sehen Sie, was ich gefunden habe, was? Ich bin verängstigt, okay? Er ist eine traurige Person. Da unten steht halt sogar noch, von wem das Foto gemacht wurde. Das ist halt irgendein Google-Bild. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Rede mit ihm. Gut, jetzt habe ich die tolle Auswahl. Sag ihm etwas. Hallo oder hallo? Hallo? Das ist halt schön. Das ist so wie bei Telltale Games. Du hast eine scheinbare Möglichkeit, Antworten zu geben. Also du hast die Möglichkeit, mehrere Dinge auszuwählen. Aber letztendlich kommt alles auf dasselbe Ergebnis meistens hier raus. Und ich habe hier hallo oder hallo. Die böse Hexe wird dich verhaften. Du bist verhaftet wegen sexy. Wo willst du dich schnell mit Miriam verbergen? Unter dem Tisch. Immer unter dem Tisch. Bleib still. Was sind das für Geräusche? Jung. Dieses Spiel ist halt, es ist halt nicht gruselig. Es ist kein Stück gruselig. Ich habe das Spiel jetzt ausgemacht. Das war jetzt eine ganze Zeit. Ich habe es jetzt über 20 Minuten mal angespielt, das Spiel. Es ist seltsam. Es ist wirklich seltsam. Es ist auch irgendwie nicht normal. Es macht natürlich auch vieles aus, ob man jetzt durch diese Sprachbarriere, die da ist, durch diese sprachlichen Probleme verstört wird, ob man das seltsam findet, ob man es nervig findet. So wie es halt im jetzigen Zustand ist, ist es wirklich schwer zu spielen. Ich finde es nicht gruselig. Es sind keinerlei gruselige Elemente. Ich weiß nicht, warum man dieses Spiel sperren müsste. Es hat wenig von der Blue Whale Challenge, auch wenn es Anspielungen darauf nimmt. Es kann sein, dass man Sachen schneller bannt, wenn sie extra Anspielungen auf etwas wirklich Schreckliches nehmen. Die Blue Whale Challenge war schrecklich und gerade in Ländern wie Ägypten, Saudi-Arabien, Türkei sind manche Jugendliche oder sind mehr Jugendliche in letzter Zeit gestorben wegen der Blue Whale Challenge. Es gibt immer wieder Todesfälle dadurch. Und ich kann verstehen, dass solche Länder dann schneller Dinge bannen oder Dinge verbieten, die irgendwie in einer Verbindung mit dem Blue Whale Game stehen könnten. Aber das hier hat halt wirklich keine Verbindung dazu, die ich sehen kann. Es ist nicht gruselig, es macht mir keine Angst, es gibt mir kein verstörtes Gefühl. Ich habe bloß das Gefühl, dass es sich um ein Spiel handelt, welches gruselig sein will, aber auf diesem Markt und gerade durch diese Sprachprobleme nicht gruselig wirkt. Es ist im App Store unter Mariam. Ihr könnt es euch alle mal aussuchen und alles mal anspielen, wenn ihr das wollt. Ich bin jetzt nicht ich habe jetzt nicht die Lust, mich umzubringen. Es ist alles normal. Aber so ist es halt häufig bei angeblich verfluchten Spielen. Ein Hype macht bei ganz vielen Dingen doch mehr aus, als die Wahrheit dann tatsächlich zeigt. Ich wollte euch das aber einmal zeigen, einmal euch die wahren Begebenheiten hinter dem Spiel zeigen, wenn man so sagen kann, und euch zeigen, was da wirklich jetzt halt hintersteckt. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin aber. Tschüss.